hier die Gruppe Kereshme in Frankfurt und auch Auftritte in ganz Deutschland, in Europa. Das Ziel des Ensembles ist es, die traditionellen iranischen Tänze, insbesondere die bedrohten Tänze, zu bewahren und weiterzuentwickeln. Neben Tanz und musikalischen Aufführungen wird versucht, die Facetten der iranischen Kultur und Tradition darzustellen. Kereshme kombiniert klassische und regionale Tänze mit iranischer Musik, persischer Literatur und den alten iranischen Legenden. Kereshme ist aber nicht alleine hier. Über die iranischen Grenzen hinweg gibt es seit 2 Jahren eine Zusammenarbeit mit Kaukasyada, dem Ensemble für kaukasische Volkstänze, und ist heute Abend beim aserbaidschanischen Tanz präsent. Also es wird hier viel zu sehen gehen. Als erster Tanz kommt Gilaki. Ich glaube, kommen schon mal hoch hier, damit ihr mal seht, was euch erwartet. Das ist die Kindergruppe. Iranische Kinder präsentieren den Gilaki-Tanz aus dem Nordiran. Iran, Provinz am Kaspischen Meer. Beim Gilaki-Tanz werden Aussaat, Ernte und Auslesen des Reises tänzerisch dargestellt. Ausdrucksformen und Accessoires variieren in den einzelnen Landstrichen. Die Kostüme sind jedoch ähnlich. Während die Männer in den Wäldern und als Hirten schwere Arbeit leisten, arbeiten die Frauen auf den Reisfeldern und zum Abschluss der Ernte wird getanzt und gefeiert. Also, dann freue ich mich jetzt auf den Kilaki-Tanz. Thank you.
Sie sind